Jeder hat im Freundeskreis so eine Person wie mich. Eine, die laut ist, eine, die so immer übertreibt im Suff und eine, die halt so frei Schnauze ist. Ich sehe mich nicht als Influencerin, sondern ich sehe mich so als Freundin irgendwie. Du machst eine Story, die geht 15 Sekunden und dafür kriegst du mal ein paar Tausende Euros. Das können die Menschen dann einfach nicht relaten. Ich konnte es damals auch nicht relaten. Ich relate es bis jetzt nicht, Alter. Ich denke mir so, Bruder, für so einen Bauer wie mich, Alter. Kannst du den Tornado machen? Ja. Achso, wir machen jetzt hier einen Tornado? Wir bekommen das hin, Alter. Hallo und herzlich willkommen bei Deep und Deutlich. Und jetzt sitzen hier auch endlich Luisa Dellert und ich. Und wir haben heute tolle Gäste da mit inspirierenden Geschichten. Musiker und Poet Bosse, die großartige Entertainerin Selfie Sandra, YouTuber und Tierschützer Jonas Ems und Content-Creatorin Anna von Linsky. Sie ist die Königin der Selbstironie. Kein Wunder, dass ihr Millionen Menschen auf TikTok, Instagram und YouTube folgen. Und wie sie das geschafft hat, das wollen wir jetzt von ihr selbst wissen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Selfie Sandra. So, einmal fetten Applaus. Wir schauen mal rein, warum du so begeisterst. Oh, ich habe euch gar nicht gesehen, liebe Freunde. Hey Leute, mein Outfit of the day, Hose Gucci, Oberteil Gucci, die Fettflecken waren schon vorher drauf, Schuhe Balenciagas, Gesicht Prada. Boah, Alter. Lieb alles daran. Junge, Lachkick, Alter, ich bin so witzig, ich komm nicht klar. Gesicht Prada finde ich richtig gut. Du sagst, du bist eher die reale Person halt, machst was du willst, was alle anderen eigentlich auch machen wollen, ne? Und ja. Ich glaube, du sagst auch nicht, dass du Influencerin bist, oder? Nee. Oder siehst du dich als Influencerin? Ich sehe mich nicht als Influencerin, sondern ich sehe mich so als Freundin irgendwie. Ich könnte von jedem so, also jeder hat im Freundeskreis so eine Person wie mich, würde ich sagen. Eine, die laut ist, eine, die so immer übertreibt im Suff, so, und eine, die halt so frei Schnauze ist. Also ich glaube, 95% aller Jugendlichen oder so Leute in meinem Alter leben eigentlich genau dasselbe Leben wie ich. So, wisst ihr, ich lebe halt das typische Studentenleben, das asoziale Studentenleben, Anna. So, das asoziale Studentenleben, das lebe ich halt voll aus und das halt so in der Öffentlichkeit. Ich liebe das so, dass du sagst, ich lebe das Studentenleben. Ja. Aber du bist gar kein Student. Ja. Es ist doch witzig, weil ganz ehrlich, also ich glaube, du stellst dir das schöner vor, als das ist. Vielleicht. Aber bei mir ist das zum Beispiel so, ich höre euch ganz oft beim Joggen, ne? Mhm. Und ich höre das aber eigentlich dann immer nur immens, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie Bock, dass die lacht und dass die irgendwie mir was erzählt. Also genau, und ich finde, das hat irgendwie. Ich höre das, glaube ich, weil ich so denke, dass du ein großes Herz hast und aber auch gern säufst und, ja. Und so lachst und so. Und das, genau, also ich finde es eben super unterhaltsam und das haut einen dann irgendwie dahin, wo man hingehört. Nämlich, dass man irgendwie, wenn es manchmal so ein bisschen viel ist, ja, da irgendwie voll so rausgeschossen wird in deine oder in eure Welt. Ja. Schön gut. Es ist auch so krass, dass ich bekomme halt auch super viele DMs, wo Leute sagen, ey Sandra, dieser Podcast gibt mir einfach so viel. So, ich höre euch so gerne zu und bin halt gar nicht mehr in meiner Welt gefangen. So, zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel ein Beispiel, ich schreibe auch super viel mit meiner Community, locker anderthalb Stunden am Tag. So, ach, antwortest dann ja, Nachrichten die ganze ja, Zeit? Wir haben auch so Gruppenchats und sowas zusammen. Das ist krass. Wo ich halt auch super oft was reite oder so Videos so, oder so, ganz cool. Und, wie heißt denn eure Community? Haben die einen Namen? Die Selfie Sandras. Die Selfie Sandras? Ja. Und die haben da eine große Gruppe auf Instagram? Genau, wir haben so eine Gruppe. Die haben mich dann reingefügt und ich habe das dann in meinen DMs gesehen. Und ja, dann habe ich mal akzeptieren gedrückt und seitdem schreiben wir immer so ein bisschen. Ja, und dann schickst du denen da auch Videos rein und so. Sweet. Also bist du ja sowas wie eine digitale Schwester oder digitale ja, Freundin? Genau, für die. Ja, so würde ich es sagen. So, ich bin halt super nahbar. Woher, glaubt ihr, kommt dieser Hass gegenüber diesem Begriff Influencer oder überhaupt diesem Dasein von Influencern? Liegt halt auch am Geld, dass Leute halt sagen, ey, du machst eine Story, die geht 15 Sekunden
und dafür kriegst du mal ein paar tausende Euros. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist so, das können die Menschen dann einfach nicht relaten. Ich konnte es damals auch nicht relaten. Ich relate es bis jetzt nicht, Alter. Ich denke mir so, Bruder, für so einen Bauer wie mich, Alter. So, für mich ist es immer noch so. Ich denke mir so, what the fuck? So, natürlich staune ich immer noch. Aber ich bin dann froh, nehme es sehr, sehr dankend an und bin dann einfach glücklich. Und ich gönne es auch jeder anderen Person, die Position zu haben, mit einem Job, der dir ultra viel Spaß macht, der dich super erfüllt, irgendwo auch Geld zu machen. Mhm. So, das wünsche ich einfach jedem. Und ich wünschte, dass dieses Gönnerhafte einfach viel mehr gespreadet wird. Das ist echt so mein Wunsch, dass, ja, zum Beispiel ich wünsche, dass ihr alle glücklich und happy seid und dass ihr so viel Glück im Job habt und so. Und leider ist irgendwie dieses Gönnerhafte, das gibt's fast gar nicht mehr. Und das finde ich irgendwie total schade. Aki, hier alle Influencer unter sich, alle weichgespült und gleich, ne? Was ist deine Meinung dazu? Naja, also meine Meinung, also was mich noch mal so interessieren würde, weil ich finde das ja auch mit dem Musiker-Dasein aber auch so, also die meisten jungen Leute, die ich kenne, die, ich weiß gar nicht, ob das jetzt da so ein Schimpfwort ist oder so, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, das wollen doch irgendwie am Ende auch alle werden. Also, Influencer. Und ich mich würde mal so eben interessieren, weil ich schon das Gefühl habe, dass hier alle, also so wie ich eben auch, so einen Beruf habt, wo die Leute am Ende immer denken, ey, das ist ja wohl wirklich der leichteste Job auf der Welt. Und dann verdienen die eben noch total viel Kohle oder können ganz viel bewirken oder stehen dann da wieder auf der Veranstaltung. Und manchmal wundert mich das, dass ich gerade so bei so sehr jungen Leuten, die das dann so als Endziel der nach der Schulzeit oder am besten in der Schulzeit schon so, dass ganz viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, wie viel Arbeit das auch ist. Ne? Also ich glaube, egal welcher Job jetzt von denen, ich glaube, das ist ein ganz schön großer Zeitaufwand. Also einen Song zu schreiben dauert ewig. Ich fahre super viel durch die Gegend, ich bin ganz selten bei meiner Familie. Genau, und so habt ihr ja wahrscheinlich auch alle eure Geschichten, wie das so mit der Zeit und mit der Arbeit ist. Mhm. Und ich glaube, das ist immer noch das Problem, dass die Leute sich das angucken und denken, ey, da ist jemand, der wahrscheinlich eigentlich nur über sein Aussehen gerade sehr viel Geld generiert. Und dann findet man das scheiße. Aber die meisten wollen es ja doch irgendwie werden. Also das, ja, voll. Ich kann es aber auch, ich kann es auch verstehen, weil ich glaube, so bei den jungen Zuschauern ist es so, ich meine, als Influencer, also als Creator kann man echt so total coole Sachen erleben. So Sachen, die man im alltäglichen Alltag einfach nicht erlebt. Und ich meine, wer liebt es denn nicht, gefeiert zu werden? Oder für etwas so applaudiert zu werden oder zu sagen, ey, du bist toll, du bist cool. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jüngere Personen das auch total gerne hätten. Dass, keine Ahnung, der Freundeskreis einen total feiert oder dass eine größere Menschenmenge einen mal total feiert. Ich glaube, dieses Gefühl lieben wir alle. Ich glaube, deswegen kann man sich diesen Creator-Beruf so auch richtig gut vorstellen, weil du wirst halt, sagt was anderes, wenn ihr was anderes denkt, aber du wirst halt die meiste Zeit von deiner Community gefeiert. Mhm. Gibt es auch Sachen, die du scheiße findest an dem Beruf? Also irgendwas, wo du so sagst, weiß nicht, das nicht. Ja, ich werde zum Beispiel ultra oft heimlich gefilmt. Wenn du unterwegs bist mit Freunden und so. Ja, und das finde ich dann so ein bisschen schwierig, weil meine Freunde halt einfach nicht in der Öffentlichkeit stehen. Zum Beispiel war ich gestern auch feiern und ich wurde schon wieder in 15 Stories erwähnt, wie Leute mich einfach heimlich gefilmt haben. So, dann denke ich mir so, Alter, ich bin doch kein Objekt, Alter, frag mich doch einfach. Ich bin doch kein Stuhl, den du einfach fotografieren kannst. Oder dass Leute vor der Haustür stehen und tausendmal nachts bei dir klingeln und so. Das ist halt so das Negative. Aber sonst ist der meiste Teil auf jeden Fall weitestgehend positiv. Aber woher wissen die, wo du wohnst? Also woher haben die deine Adresse? Will schon ich nicht. Spooky. Deine Adresse haben die Leute doch auch. Ja, deswegen frage ich. Deswegen interessiert es mich tatsächlich. Meine Handynummer wurde auch schon oft, ultra oft geleakt und so. Ja, die Community liebt dich auf jeden Fall. Und deshalb haben die auch unsere Bude eingerannt, als wir nach Fragen gefragt haben, was sie von dir wissen wollen. Und die machen wir jetzt. Kannst du den Tornado machen? Ja. Ja, alles klar. Sie hat ja gesagt. Dann haben wir jetzt mal Kölsch am Start, damit du das mal zeigen kannst. Okay, wissen alle, was ein Tornado ist? Ja, klar. Ja, klar. Aki, weißt du, wie ein Tornado funktioniert? Achso, wir machen jetzt hier ein Tornado? Ja. Aber stopp, alle? Weißt du das, was das ist? Digga, lach gegen alle. Okay, also ich bin dabei. Okay. Wir alle? Also, ich kann es gar nicht.
Ich merk schon. Aber die arme Person, die neben mir gleich im Zug sitzt. Wir machen weiter mit ein paar Fragen aus dem Publikum. Hast du schon mal einen Promi geküsst? Nee. Wen würdest du gerne mal küssen? Nemo, den Deutschrapper, den finde ich hot. Echt? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Was, ja, aber der ist schon verheiratet, Alter, so traurig. Was würdest du lieber aufgeben, trinken oder rauchen? Boah, kann man doch nicht fragen. Boah, ich glaube rauchen. Absolutes No-Go bei einem Partner oder Anhänglichkeit. Einer Partnerin. Anhänglichkeit? Wenn er zu anhänglich ist, ja. Stimmt es, dass du Käsefüße hast? Ja, tatsächlich. Immer? Im Sommer immer extrem. Im Winter aber nicht so. Alter, ich sag euch ehrlich, wenn ich Ballerinas anziehe, Digga, ich schwöre, Alter, dann wollt ihr meine Füße nicht riechen. Was kannst du besser als alle anderen? Boah, ich glaube Scheiße labern. Und lachen. Ja, Digga, ja, das stimmt. Du bist Königin für einen Tag. Was änderst du als erstes in dieser Welt? Ich würde auf jeden Fall den Hunger stoppen, durchstoppen und den Krieg beenden, natürlich die drei wichtigsten Sachen. Und oder ich würde erstmal fett chillen in meinem Palast, glaube ich. Ja. Ihr wollt noch mehr? Dann klickt jetzt hier für weitere Folgen Deep und Deutlich. Und hier gibt's weitere Videos aus dem Funknetzwerk. Und vergesst nicht, unsere Folgen gibt's in voller Länge in der ARD Mediathek.